Hast endlich, du Wichskopf. Hallo, hey, wir sind hier live auf prinzenrolle.de.com, Minis und Balsen. Oder bei Beuteler. Ich bin eine Werbefigur und ich möchte Ihnen heute sagen, wie sich unsere drei Hauptcharaktere, Sie wissen noch, Fido, Barry White und Tiger Woods verändert haben. Sie haben eine wichtige Verwandlung in ihrem Leben durchgemacht. So wie ich jetzt gleich. So sehe ich doch gleich viel attraktiver aus. Und mit diesen überflüssigen Händchen, dann sehe ich noch besser aus. Ja, und wie gesagt, die haben eine große Veränderung durchgemacht. Und wie Sie wissen, ich auch gerade eben. Und deswegen möchte ich nun, dass Sie unsere neuen Gäste sehen und ihre neuen Sprüche anhören. Also, Sie wissen dann, ich zeig's Ihnen. Aui! Ich bin Security. So, weiter geht's. Unser erster Gast heutzutage ist der Lalo-Ball. Ja, das war früher mal Dr. Komete. Jetzt ist er aufgedunsen und dünn. Und ich kann nicht mehr so hupfen. Tschüss. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem richtigen, echten Gast. Der erste Gast heute ist Fidomino. Ich hab meinen Beruf. Putz den Boden. Nicht Spaß. Ich bin Räuber. Ja, ich bin Räuber. Und weißt du, was ich raube? Genau das. So, jetzt kann ich ja wieder gehen. Mein neuen Top. Unser zweiter Gast heute ist Barry Whitington. Dude. Au! Moment, ich komme gleich wieder. Einen Moment bitte. Ich hab's geil, ich muss nur kurz meine Geschlechtszeit annehmen. Das ist mir gelegentlich runtergefallen. Aber das ist nicht so. Au, schlimm! Ich hab es wieder angezackert, Aber. Moment, wir haben hier einen iRobot im Bild und der will unbedingt seine Nase operieren. Okay, egal, jetzt komm ich. Schnauze da drüben auf die billigen Plätze. Ja, ich bin der Sadomas Berlin mit einem Geschlechtsteil namens Fichtenmoppet. Oh ja, und ich habe eine Colaflasche. Ja, okay, ich gehe dann mal wieder. Mein Geschlecht hat es auch so verrückt. Und unser dritter Gast heute ist Jettiger aus Frankreich. Wir verstehen dich nicht. Shit. Das Leben ist scheiße. Jetzt habe ich meine Witze verloren. Jetzt bin ich eine Bedrohung. Eine Bedrohung für jedermann. Hallo. Hört mal, der hat jetzt einen neuen Spruch. Das kann ich ja jetzt sagen. Ach so.
Wow, bist du lustig. Wow, geil, bist du neu da. Und ich habe ein Schnurrbart. Aus. Ja. Sollen wir mal den Sieger holen und ihm sagen, dass du berühmt bist? Ja, das wäre doch geil, oder mit deinem neuen Spruch. Wie war der Spruch nochmal? Ach so. Scheiße. Doch, ich glaube, mein Spruch. Ich esse jetzt einen Kick. Jetzt habe ich auch noch auf den Keks geschissen. So ein Scheiß, jetzt habe ich auf den Keks geschissen. Du willst doch jemand noch essen.